BMW. Geil, vom Juri Bianchi drin. Und der Klaas Jovild aus Kolbrunn mit dem Mantaventil. Also da wird der Juri Bianchi mit dem 12-Zylinder BMW Jägermeister. Und der größte Applaus, meine Damen und Herren. Unterstützen Sie die Begrüßte. Startnummer 50 in der Patrick Kummenacher mit dem Renault Clio V6, ein kleiner Zwischenfall hier im Bereich der Gastrokurve. Aber man könnte in Warnung gehen, leicht übersteuern mit seinem Druck. Das heisst, mit der Zeit sind zwar noch nicht alle im Ziel. Doch, jetzt sehen wir es wieder, also David Nicolin, 1,44,25. Und unterwegs auf der Strecke 46 Kilo, Michael Sutter aus Merville mit einem VE Scirocco. Michael Sutter, einem speziellen Fahrzeug aus der ehemaligen deutschen New Beetle Cup fertig, ein Markenpokal, wo es geht. Er hat so ein Fahrzeug erstanden, Kubikzentimeter mit einem BMW 325i. Man hat das Fahrzeug nicht übersehen, leuchtrot lackiert. Werner, René Werner, und es geht weiter. Laufwiederholungen, da es hier im genauen Blick und der Führer richtig, Gastrozell. Startbereit. Und das Ziel ist von Michael in der Saison 2008. Ich möchte einfach an jedem schneller sein als im Jahr vorher. Nummer 13, Jean-Jacques Dufour, unterwegs in der Gastrozell. Werden wegen einer Laufwiederholung. Christian unterwegs und beschleunigt. Wander mit dem Fiat X19. Und als letzten in der Klasse bis 1600 Kubikzentimeter im Start auf 100 Grüne Werner Rohr aus Reitnau mit der Volta Corolla. Die
Fabit und dann der Roman Marti aus Oldtown, ebenfalls Fabit CGT, Roman Marti, ein Superkraftball, Frauenfeld auf dem zweiten Rang abgeschlossen. Und startet die sechste Hochzeiter bei Jörg Ochsner, wo vorgestern der Führer an der 109 sind, müssen sie bei auswendig. Startet der neunfach Slalom-Champion Fritz Irkus Hallau. Der Fritz Erbas im Opel-KBC WTE nochmal die Sporen heiß macht. Das heisst, wenn er da vorne in der Rechtskurve vorder rechts dreht in Luft, dann ist er wieder absolut thermalisch nicht. GT Richtung Autobahnbruch. Und 111, wir dürfen ihn nicht vergessen, der Trainingsschnellste in der Kategorie, der Reto Steiner. Geil! Aber da im Fahrrad, ich sehe, dass da ein Pilot den Fuß werden.